Herzlich willkommen zum Fabersoft 30 Minuten Webinar EU-Datenschutzgrundverordnung und die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer. Mein Name ist Isabel Stingel und ich freue mich, Sie heute als Moderatorin online begrüßen zu dürfen. Im heutigen Webinar dreht sich alles um den Datenverkehr mit Drittländern unter der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, die in etwas mehr als einem Monat in Kraft tritt. In den kommenden 30 Minuten erhalten Sie Informationen darüber, welche Staaten als sichere Drittstaaten gelten, wann Sie Daten in ein Drittland übermitteln dürfen, was die Privacy Shield Vereinbarung bedeutet und auch, welche Fragen Sie einem Cloud-Anbieter zu diesem Thema stellen sollten. Wir freuen uns sehr, dass Max Schrems, Datenschutzaktivist und Gründer und Vereinsvorstand der NGO None of Your Business, der European Center for Digital Rights, unser heutiger Gastsprecher ist. Er berichtet in diesem Webinar auch über eigene Erfahrungen aus der Praxis und beleuchtet besonders heikle Punkte der Datenschutzgrundverordnung genauer. Im zweiten Teil des Webinars wird Andreas Dangl, Business Unit Executive Cloud Services, erklären, wie Fabersoft als europäischer Business Cloud Provider das herausfordernde Thema Datentransfer und Datenschutzgrundverordnung adressiert. Falls Sie während der Präsentation Fragen haben, bitte ich Sie, diese im Chatfenster rechts am Bildschirm einzutragen. Wir werden diese dann im Anschluss an die Präsentation beantworten. Nun übergebe ich das Wort und den Bildschirm an Max Schrems. Gut, jetzt sollte ich in schlechterer Qualität über den Computer da sein. Wenn Sie mir das kurz bestätigen können, dass es so funktioniert, dann sind wir voll dabei wieder. Wunderbar funktioniert und man sieht auch den Bildschirm. Perfekt. Dann darf ich ganz kurz eben anfangen. Ich wollte generell sozusagen mal über die DSGVO reden. Es gibt hier viele Details, die kann ich jetzt nicht alle ausführen, aber man kann zumindest einen ganz guten Überblick, glaube ich, geben über die Möglichkeiten. Ich kann durchaus in dem Bereich auch empfehlen, die Datenschutzgrundverordnung sich selber einfach mal durchzulesen. Im Artikel 44 fortfolgende steht eben die Datenübermittlung in Drittstaaten. Und ist es eigentlich gar nicht so schlecht beschrieben. Es gibt andere Bereiche der Datenschutzgrundverordnung, die vielleicht schwieriger zu verstehen sind. Ich würde das jetzt mal in einer Präsentation kurz überblicksmäßig in Gruppen einteilen, damit man ein bisschen einen Überblick hat, wo man überhaupt mal ins Gesetz schauen muss, wo Schwierigkeiten bestehen und wie man das sozusagen vielleicht ein bisschen lesen muss. Es gibt genau vier Gruppen eigentlich bei Datentransfers. Datentransfer heißt immer, wenn Daten das Land verlassen, in dem man ist. Das einfachste und relativ unproblematisch sind alle Datentransfers innerhalb der EU. Das ist so die erste Gruppe. Das heißt, alles, was innerhalb der EU bzw. im europäischen Wirtschaftsraum an Daten herumfließt, ist vollkommen unproblematisch von der Datenschutzgrundverordnung her. Das ist auch die Idee der Datenschutzgrundverordnung, dass wir einen einheitlichen Standard in Europa haben und damit eben keine Binnengrenzen haben, wenn es um Datentransfer geht. Ähnlich ist es bei angemessenen Drittstaaten. Das sind Länder, die ein Datenschutzniveau haben, das dem europäischen sehr ähnlich ist und wo die Europäische Kommission anerkannt hat, dass die praktisch ebenbürtig sind mit uns. Das sind jetzt, wenn man sich die Weltkarte anschaut, vor allem von uns interessant, Schweiz innerhalb von Zentraleuropa, aber zum Beispiel eben auch Kanada, südamerikanische Länder. Es gibt Neuseeland, neu dazukommen soll zum Beispiel auch Japan. Israel, die verschiedenen Inseln rund um Großbritannien sind da dabei. Und das ist jetzt ein Bereich, den die EU-Kommission auch probiert auszubauen, dass eben mehr Länder dieses gleiche europäische Datenschutzniveau übernehmen und das europäische System übernehmen und damit diese Datentransfers einfacher werden und problematischer werden. Die dritte Möglichkeit, wenn wir in ein Land Daten schicken, was eben kein europäisches Datenschutzsystem hat oder auch kein europäisches Mitgliedstaat ist, dann gibt es diverse zivilrechtliche Garantien. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber die haben im Kern alle die gleiche Funktion. Die haben praktisch einen Vertrag zwischen oder eine zivilrechtliche Vereinbarung, die europäisches Datenschutzrecht praktisch exportiert. Das heißt, anstatt dass diese Unternehmen direkt an europäisches Datenschutzrecht gebunden sind, bindet man die über alle möglichen zivilrechtlichen Instrumente. Das heißt, dass die unterschreiben, blöd gesagt, dass sie sich an europäisches Datenschutzrecht halten, selbst wenn es auf sie eigentlich nicht anwendbar ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die klassischste Möglichkeit fast sind sogenannte Standardvertragsklauseln. Das sind, die kann man sich auf der Webseite der EU-Kommission herunterladen. Das ist ein Standardvertrag, den ich zwischen zwei Unternehmen abschließen kann. Das heißt,
ein europäisches Unternehmen schließt mit einem nicht-europäischen Unternehmen so einen Vertrag. Und in diesem Vertrag wird festgelegt, dass Daten eben nach gewissen Kriterien zu handhaben sind. Und damit kann ich dann Daten in dieses, zu diesen spezifischen Unternehmen ins Ausland schicken. Das Problem bei den Standardvertragsklauseln ist, dass ich das mit jedem Unternehmen einzeln abschließen muss. Ich muss auch kontrollieren, dass sich die dann wirklich dran halten. Und das ist administrativ durchaus aufwendig, aber ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, man hat einen gewissen Partner im Ausland, zu dem man Daten schicken muss. Eine Möglichkeit, die sich daraus entwickelt hat, sind sogenannte Binding Corporate Rules. Das erlaubt Unternehmensgruppen gemeinsam, sich selber solche Standards zu geben, die dann von einer Datenschutzbehörde anerkannt werden müssen. Diese Binding Corporate Rules gibt es, müsste ich jetzt lügen, aber in großen Ordnung von 20, 30, 40, die bisher anerkannt worden sind. Das machen meistens große weltweite Konzerne, die einfach sich dann selber ihr internes Datenschutzsystem geben und das in Europa anerkennen lassen und dann innerhalb ihres Unternehmens die Daten frei zwischen verschiedenen Ländern verschieben können. Eine neue Funktion, die gibt es jetzt erst mit der DSGVO ab 25.05., ist, dass es auch sogenannte Zertifizierungen gibt, das heißt, oder Verhaltensregeln. Das heißt, dass sich ein Unternehmen auch praktisch selbst zivilrechtlich an gewisse Dinge verspricht zu halten. Das Problem ist, das können wir aktuell noch nicht nutzen, weil diese Verhaltensregeln und Zertifizierungen erst am 25.05. überhaupt eingeführt werden können. Dann müssen die Unternehmen sich auch wirklich zertifizieren. Das heißt, das ist eine Sache, die jetzt nicht innerhalb des nächsten Jahres wirklich in der Praxis anwendbar sein wird, aber zumindest auf absehbare Zeit da sein wird. Und das vierte, und das ist, glaube ich, in der Praxis eben sehr relevant, ist die Frage Privacy Shield. Das ist auch eine Art Selbstzertifizierung in den USA. Da kann ein amerikanisches Unternehmen sagen, ich halte mich an die Prinzipien des Privacy Shields, auch zivilrechtlich. Und wenn dieses Unternehmen dann auf der sogenannten Privacy Shield Liste eingetragen ist, das ist eine Liste, die kann man im Internet abrufen, dann kann ich Daten dort zu diesem Unternehmen hinschicken. Und das sind sozusagen die Möglichkeiten, wenn ich in ein Drittland schicke, wo es keinen Datenschutz nach dem europäischen Niveau gibt. Unabhängig davon gibt es Fälle, wo ich Daten sowieso ins Ausland schicken muss. Also die Fälle, die ich Ihnen jetzt vorher erzählt habe, die betreffen eher Outsourcing, also wenn Daten nicht unbedingt ins Ausland müssen, aber wenn es halt praktischer ist. Und dann gibt es noch einen Artikel 49, alle möglichen Ausnahmen. Das sind zum Beispiel, wenn Daten ins Ausland müssen, um den Vertrag zu erfüllen. Hausnummer, ich buche ein Hotel in Südkorea, dann müssen ja meine Hotelbuchungsdaten dorthin und dann ist es notwendig für die Vertragserfüllung, dass meine Daten dorthin wandern. Aber das kann ich dann zum Beispiel nicht nutzen für Outsourcing, weil da ja nicht unbedingt Daten nach Südkorea gehen müssen, wenn ich, weiß nicht, ein Hosting-Anbieter in Europa bin. Diese Ausnahmen gelten also für Hosting nur sehr eingeschränkt. Die kann ich meistens nicht nutzen, die kann ich nutzen, wenn ich Daten wirklich ins Ausland schicken muss. Das ist im Prinzip das System, was wir in der DSGVO haben. Wir haben aber ein großes Problem mit diesem System und das ist der staatliche Zugriff in Drittstaaten. Das ist leider relativ schwer abbildbar. Wir können einen Vertrag mit einem Unternehmen in einem Drittstaat haben, aber wenn das dortige Gesetz was Gegenteiliges sagt, dann bringt mir dieser Vertrag relativ wenig. Und das ist in der Praxis ein Riesenthema gegenüber den USA. Wir haben genau bei den USA die Systematik von PRISM inzwischen sehr gut verstanden, wo einfach Hosting-Anbieter dort verpflichtet sind, diese Daten der NSA zur Verfügung zu stellen. Da gibt es die entsprechenden Slides, die sind in dem Fall aus 2013. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Anbieter, die inzwischen sehr groß sind und damals noch nicht so relevant sind, inzwischen auch bei diesem System mitmachen müssen. Und da ist es so, dass es, wenn man es vereinfacht erklärt, ein Gesetz gibt, das heißt FISA. Und das erlaubt, dass US-Unternehmen direkt eine Directive bekommen und damit die Daten an die US-Dienste weitergeben müssen. Und damit US-Dienste auch direkt Daten einzeln abgreifen können. Ich kann jetzt nicht in die Details gehen, aber es gibt im Kern zwei Programme, von denen man weiß. Das ist Upstream und PRISM. Die haben diese beiden Rechtsgrundlagen, einmal 12333 und FISA. Und das erlaubt bei Datentransfers in den USA diese Daten abzugreifen. Nicht nur für Terrorismus und Co., sondern auch für zum Beispiel Sanktionen, für alle möglichen eher geheimdienstliche Aktivitäten in die Richtung Spionage und Co. auch, was auch interessant sein kann, neben dem Datenschutz jetzt für Themen aller Werkspionage. Und deswegen haben wir bei dieser ganzen Systematik derzeit das Problem, dass wir bei Datentransfers in die USA, und das ist ja in Wirklichkeit der Hauptanwendungsfall,
einen gewissen Gesetzeskonflikt haben. Das heißt, nach europäischem Recht müssen wir unbedingt hier den Datenschutz einhalten. Es kommt gerade aus der Grundrechtecharta der EU und ist damit Primärrecht, also wie Verfassungsrecht, und ist nicht wirklich änderbar. Und nach amerikanischem Recht müssen aber diese Unternehmen die Überwachung sicherstellen. Und genau da besteht der Konflikt, wenn ich jetzt ein globaler Konzern bin, dass ich nach amerikanischem Recht die Daten rausrücken muss, nach europäischem Recht die Daten nicht rausrücken darf. Wir haben genau zu dem Fall vor der irischen Datenschutzbehörde eingebracht und es ist jetzt über den irischen High Court wirklich letzte Woche am Donnerstag vorgelegt worden, wieder dem EuGH, der jetzt entscheiden muss zum zweiten Mal, nachdem wir das erste Mal ein Urteil gehabt haben, wie man damit umgehen muss. Wir sind der Meinung, dass man im Einzelfall Daten in die USA durchaus übertragen kann, nur eben bei Unternehmen, wo man weiß, dass die bei diesen Überwachungssystemen mitmachen, es eben nicht darf. Das Problem ist, dass wirklich die großen Konzerne eigentlich alle auf dieser Liste stehen und dementsprechend haben wir derzeit durchaus Probleme, wenn man da Daten in die USA schickt. Was der EuGH da abschließend dann dazu sagen wird, das werden wir sehen, aber es ist auf jeden Fall diese Systematik der Auslandsdatentransfers immer wieder von diesem Problem umfasst, weil das betrifft praktisch alle rechtlichen Grundlagen, mit denen ich Daten in die USA übertragen kann. In dem Sinne darf ich jetzt kurz abschließen und weitergeben an die Kollegen von Fabersoft, die dann erklären können, wie sie das in Europa machen. Ja, vielen Dank, Max, für die kurze Präsentation dieses doch sehr wichtigen Themas, das natürlich sehr viele europäische Kunden und Nutzer von Cloud-Diensten treffen wird. Fabersoft ist auch so ein Cloud-Anbieter, ein Software-as-a-Service-Anbieter. Und was ich jetzt in den nächsten paar Minuten erläutern möchte, ist, wie Fabersoft als Anbieter, als Unternehmen Sie sozusagen in die Lage versetzt, Ihre datenschutzrechtlichen Verpflichtungen nach der DSGVO auch entsprechend einzuhalten. Generell einmal ist natürlich das Thema Outsourcing, wie Max Schrems es genannt hat, beziehungsweise Cloud-Dienste zu nutzen, etwas, das Hand in Hand geht mit der Anforderung von Unternehmen, von modernen Unternehmen, auch im Zuge von Digitalisierungsinitiativen Daten wesentlich umfangreicher auch außerhalb des Unternehmens zur Verfügung zu haben. Man möchte Kunden, Partner, Geschäftspartner, Lieferanten in seine Geschäftsprozesse integrieren. Das sind natürlich die eigentlichen Daten, die jetzt beispielsweise im Zuge von IPRs zu schützen sind, aber natürlich, da hier auch immer wieder Personen involviert sind, Berechtigungen erteilt werden, Kommunikation erfolgt, sind hier auch massive personenbezogene Daten involviert. Und gerade in solchen Szenarien, wo man eben übergreifend mit einer virtuellen Organisation arbeitet, ist es natürlich ganz essentiell, dass man eine Plattform nutzt, die die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit auch entsprechend adressiert. Ein ganz wesentliches Merkmal der Fabersoft Cloud ist, dass wir zwar von einer Cloud im Sinne eines global verfügbaren Systems sprechen, eine wesentliche charakteristische Eigenschaft der Fabersoft Cloud ist aber, dass wir unsere Cloud separiert haben in sogenannte Datenlokationen, Governance Region, und der Kunde selbst entscheidet, in welchen Regionen seine Daten tatsächlich verwaltet werden. Aktuell betreiben wir drei Lokationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, sodass eben beispielsweise ein deutsches Unternehmen definieren kann, dass seine Daten auch ausschließlich und nur in Deutschland entsprechend verwaltet wird, während ein österreichischer oder ein schweizerischer Kunde eben die Lokation seiner Wahl hier entsprechend wählen kann. Darüber hinaus, neben diesen Serviceangeboten, die wir als Public Cloud bezeichnen, bieten wir auch die Möglichkeit, wirklich Private Clouds, also sozusagen dedizierte Infrastrukturen für einzelne Mandanten zur Verfügung zu stellen, und zwar in Form von Appliances. Das heißt, Kunden profitieren von denselben Qualitäten der Public Cloud im Sinne von den Abrechnungsmodellen, im Sinne der Skalierbarkeit, aber
Es ist gewährleistet, dass beispielsweise die Daten ausschließlich in einem vom Kunden nominierten Rechenzentren, also entweder in seinem eigenen oder in einem Dienstleister, den er ohnehin verwendet, liegen. Und darüber hinaus sind dann auch natürlich entsprechende hybride Varianten möglich, die dann diese Merkmale der Private Cloud beispielsweise für interne Use Cases mit den Vorteilen der Public Cloud für externe Use Cases entsprechend integrieren. Diese Fokussierung auf die Datenlokationen oder Governance Region bringt auch für unsere Kunden den Vorteil, dass zusammen damit, dass wir in jedem Land, in dem wir quasi so eine Datenlokation betreiben, auch eine 100% Tochter der Fabersoft AG haben, die dann auch tatsächlich als Vertragspartner dient mit einem Gerichtsstand im jeweiligen Land, sodass auch die Rechtssicherheit unabhängig von der Datenlokation hier lückenlos gegeben ist. Die Fabersoft Cloud, wenn man das jetzt auch ein bisschen technisch betrachtet, ist so konzipiert, dass sie als reine europäische Lösung auch entsprechend verwendet wird. Gebaut auf den europäischen Werten, gerade in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit, Compliance. Das bedeutet, dass wir keine sonstigen Subdienstleister verwenden, um dann unsere Software-as-a-Service-Lösung auszuliefern. Also wir laufen nicht auf einer Plattform wie Amazon oder Microsoft, sondern die Fabersoft Cloud ist wirklich ein vollständiges System, das die Fabersoft auch vollständig unter Kontrolle hat und damit auch eine Abhängigkeit sowohl in technologischer als auch in lizenzpolitischer und natürlich auch in rechtlicher Weise ist so eine Abhängigkeit nicht gegeben, sondern die Fabersoft kann dieses Service völlig unabhängig auch entsprechend anbieten. Damit sind einmal schon ganz wesentliche Aspekte in Bezug auf die EU-DSGVO-Konformität gegeben. Über die wirklich nationalen Vertragspartner sind wir darüber hinaus auch in der Lage, wirklich die unter Umständen auch im Detail dann unterschiedlichen Regelungen in den jeweiligen Ländern hier entsprechend zu exekutieren und zu erfüllen. Max Schrems hat es schon kurz angesprochen, es wird eine Datenschutzgrundverordnungszertifizierung geben. Zertifizierungen sind für Fabersoft ein wesentlicher Baustein in dem Bilden von Vertrauen in eine Lösung. Ich habe Ihnen hier ein paar dieser Zertifikate, die wir in letzter Zeit auch erreichen konnten, dargestellt. Da links das das BSI C5 Zertifikat, das sich auch sehr stark mit dem Thema Datensicherheit beschäftigt. Klarerweise erfüllen wir die gesamte Palette der entsprechend relevanten ISO-Standards, haben eine TÜV Rheinland Cloud Sicherheitszertifizierung und so weiter. Bis hin zu dem Eurocloud Star Audit, wo wir eben auch 5 Sterne, das heißt die Höchstmarke, in dieser Zertifizierung erringen konnten. Das auch demonstriert anhand von einem veröffentlichten Anforderungskatalog, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette unserer Dienstleistung eben gemäß den Grundsätzen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit erfüllen können. Eine Lösung wie die Fabersoft, also eine Software-as-a-Service-Lösung, braucht also eine Plattform. Wie gesagt, wir haben unsere Plattform selbst entwickelt und dabei ganz wesentliche Eckpfeiler auch in diese Plattform direkt eingebaut, um die Themen wie Datenschutz und Datensicherheit auch erfüllen zu können. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich das Thema der Sicherheit selbst in Bezug beispielsweise auf Verschlüsselung, wo wir dedizierte Infrastrukturkomponenten, sogenannte Hardware-Security-Module für eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in die Plattform integriert haben. Aber auch das Thema Qualität und Anpassbarkeit dieser Cloud-Plattform ist ein wesentlicher aus unserer Sicht auch Sicherheits- und Schutzaspekt, sodass man eben mit dieser Plattform in der Lage ist, sicher funktionierende, mit hoher Qualität funktionierende Lösungen auf dieser Plattform entsprechend zu betreiben. Und diese Lösungen sind klarerweise, da auch die Fabersoft entsprechend zertifiziert ist, auch von diesen Zertifizierungen umfasst und werden eben von unabhängigen Auditoren laufend auch auditiert
die Zertifizierungen werden verifiziert, sodass eben dieser hohe Qualitätsstandard aufrechterhalten werden kann. Auf dieser Plattform laufen dann die tatsächlichen Lösungen, die Sie als Kunde dann entsprechend konsumieren können. Wir haben Lösungen, die sich halt sehr stark mit Dokumenten, mit Aktenführungssystemen wie die digitale Personalakte oder Vertragsmanagement beschäftigen, Digital Asset Management, Prozessmanagement. Eine Lösung, die hier links oben steht, ist vielleicht auch ganz interessant, da ja auch die DSGVO selbst im Zuge der Umsetzung der einzelnen Anforderungen aus der DSGVO ja im Wesentlichen Informationen und Prozesse beinhaltet, die eben Unternehmen erfüllen müssen, um gesetzeskonform zu sein. Dazu haben wir eben ein eigenes Toolset in der Fahrersoft Cloud, das auch unsere Kunden nutzen können, um beispielsweise ihr Verfahrensverzeichnis zu führen oder die Prozesse rund um betroffenen Anfragen, Löschanfragen sicher, Nachvollziehbarkeit und strukturiert und damit auch sehr effizient abwickeln können. Diese Modellierung, die ich vorhin angesprochen habe, geht auch so weit, dass große Kunden nicht nur die Standardlösungen wie Personalakte und Vertragsmanagement, die wir anbieten, nutzen, sondern hier auch ganz dedizierte Lösungsprozesse auf dieser Plattform umsetzen können, um eben wirklich die Zusammenarbeit mit Externen ganz dediziert und effizient und damit auch entsprechend sicher und überschaubar gestalten zu können. Vielleicht ein Punkt, der natürlich in Bezug auf die DSGVO ganz entscheidend ist, ist einer der Lösungsbereiche, die Sie vorhin gesehen haben, das Kontaktmanagement. Denn hier geht es ja ganz ursächlich um personenbezogene Daten und in jedem Unternehmen gibt es natürlich Kontaktinformationen von Geschäftspartnern, von Kunden und so weiter. Das Problem mit Kontaktdaten ist, dass viele Systeme, mit denen diese Informationen verarbeitet werden, CRM-Systeme und noch schlimmer natürlich Dateisysteme oder Excel-Listen, die entsprechende Logik, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergibt, nicht abbilden können. Ich habe sozusagen ein großes System, wo alle meine Daten drinnen liegen und muss sozusagen ad hoc entscheiden, darf ich diese Daten lesen, verwenden oder nicht. Genau das setzt das Fahrersoft Kontaktmanagement an, das über sogenannte Kontakträume die Zustimmung der jeweiligen betroffenen Person im Sinne der Einwilligung nach DSGVO auch abbilden kann und damit den gesamten Verlauf und die Zugriffsberechtigung auf einzelne Informationen, auch unterschiedliche Informationen eines einzelnen Kontakts, dann eben genau den involvierten Abteilungen, den involvierten Mitarbeitern zur Verfügung stellt, auch mobil am Handy beispielsweise zur Verfügung stellt, sodass eben diese Konsequenz aus der Datenschutzgrundverordnung, Daten nur für den Zweck, für den es eine Einwilligung gibt, nutzen zu dürfen, mit diesem Kontaktmanagement auch entsprechend abbildbar ist. Und das geht sehr einfach, weil eben es hier eine 1:1-Relation zu der Zweckbindung der Daten und der Nutzung über dieses zentrale Kontaktmanagement gibt. Ja, mit diesem kleinen Aspekt und kurzen Ausblick auf Möglichkeiten in der Fahrersoft Cloud möchte ich mich für heute verabschieden und zurück an Isabel geben, die vielleicht noch die eine oder andere Frage für uns hat. Ja, ich bedanke mich jetzt mal gleich am Anfang bei Max Schrems und Andreas Dangl für die interessanten und informativen Erklärungen. Wir haben auch eine Reihe von Fragen erhalten und ich werde gleich mal der Reihe nach beginnen und stelle die erste, ich nehme an, die richtet sich an Max Schrems. Ist die Übermittlung von personenbezogenen Daten einen verantwortlichen Mitarbeiter desselben Verantwortlichen, die sich in Drittländern aufhalten, eine Übermittlung an Drittländer? Nein, es kommt darauf an, in Wirklichkeit muss man davon ausgehen, ob sich der Verantwortliche ändert. Also die ganze Datenschutzgrundverordnung basiert ja auf der Idee, wer ist ein Verantwortlicher. Wenn sich der Verantwortliche nicht ändert, ist es in dem Fall keine Übermittlung, also soweit ich jetzt die Frage verstehe, immer bei Juristen immer mit einem Sternchen zu genießen. Das Spannende ist, dass oft innerhalb von Unternehmen auch mehrere Verantwortliche geben kann.
Das heißt, es kann zum Beispiel in einer Unternehmensgruppe 10 GmbHs geben, die verschiedene Funktionen haben und dann wieder einzeln als Auftraggeber nach alter Diktion oder als Verantwortlicher nach neuer Diktion zu sehen sind. Und dann hat man auch innerhalb eines Unternehmens wieder eine Übermittlung. Da muss man dann den Einzelfall sich anschauen. Generell ist es jetzt, geht es nicht um die Person, die die Daten ansieht, sondern es geht um den Verantwortlichen am Ende. Wenn ich jetzt ein österreichisches Unternehmen bin, zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, und ich habe eine Außenstelle irgendwo, wo ich eh weiter Verantwortlicher bin oder weiß nicht, ein Vertriebsmitarbeiter irgendwo, dann bleibt der Verantwortliche an sich gleich. Danke. Die nächste Frage ist, welche Auswirkungen hat der Cloud Act auf Datenübermittlung nach Amerika? Der Cloud Act ist jetzt ganz interessant. Man muss unterscheiden zwischen zwei Situationen. Das eine ist, dass an sich in Drittstaaten die Staaten dort auch auf Daten zugreifen können. Das ist jetzt nichts Besonderes. Auch die deutsche oder österreichische Justiz oder die Schweizer Justiz kann im Einzelfall auf Daten zugreifen, die auch im Ausland gespeichert sind. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen, ich weiß jetzt nur in Österreich die Rechtslage ganz sicher, aber wenn ein Unternehmen in Wien seine Daten in den USA speichert, kann bei uns die Behörde auf das zugreifen und das Unternehmen auch zu verpflichten, diese Daten rauszugeben. Das Interessante, was wir in den USA haben mit dem, was Snowden aufgedeckt hat, sind Fälle von Massenüberwachung. Und da ist die Schwierigkeit der Einzelzugriff, wo, so wie es jetzt zum Beispiel im Microsoft Ireland Case diskutiert wird, wo ein Richter das abgesegnet hat und so weiter, würde ja unsere Grundrechtsstandards entsprechen. Das wäre an sich kein Problem. Das Problem ist, dass US-Gesetze gibt für Massenüberwachung von Nicht-Amerikanern. Das heißt, sobald man nicht-amerikanischer Staatsbürger ist, fällt man eigentlich aus dem Schutz von der Bill of Rights raus, also das vierte Verfassungszusatz in den USA, und dann ist sogenannte Massenüberwachung möglich. Und diese Massenüberwachung, die ist in Wirklichkeit das, was gegen europäische Grundrechte verstößt. Beim Cloud Act im Detail muss ich sagen, den muss ich mir jetzt noch genau durchstudieren, aber strukturell sehe ich da weniger Problematik. Strukturell haben wir ein Problem bei Massenüberwachung. Wir haben übrigens diese Massenüberwachung auch innerhalb der EU. Da ist es aber so, dass aus dem Grund, dass nationale Sicherheit prinzipiell von EU-Recht ausgenommen ist, man hier rechtlich nicht vorgehen kann. Das heißt, das Interessante ist, bei Massenüberwachungsfällen, die außerhalb der EU stattfinden, haben wir ein Problem. Bei Massenüberwachungsfällen, die innerhalb der EU stattfinden, ist es leider, oder je nachdem, wenn man es praktischer sehen will, positiverweise vom EU-Recht nicht umfasst. Und dementsprechend hat man diese Situation derzeit in Wirklichkeit nur aus den USA. Danke vielmals für die Antwort. Wir haben noch weitere Fragen, aber leider ist unsere Zeit für das Webinar begrenzt und neigt sich zum Ende zu. Ich würde vorschlagen, wir werden die weiteren Fragen kurz schriftlich beantworten und Ihnen gemeinsam mit der Webinaraufzeichnung in einigen Tagen dann zusenden. Damit bedanke ich mich Ihnen im Namen von Fabersoft für Ihre Teilnahme an unserem Webinar und hoffe, Sie bei unserem nächsten Webinar im Mai, am 23. Mai, ebenfalls zum Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung und HR begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.